Zockermorde. Düb, düb, düb und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Obscuritas. Ja, zu Deutsch, Dunkelheit, kommt aus dem Lateinischen. Ich bin einer der Glücklichen, die es vor Release anspielen dürfen und veröffentlichen dürfen. In dem Sinne, vielen Dank, André, vielen Dank, VES Games. Ich habe mich sehr gefreut, ich habe sehr mit kribbelnden Händen auf dieses Game gewartet. Ne? Ich wollte es unbedingt zocken. Für alle, die jetzt nichts mit VES Games anfangen können, es sind die Macher von Pineview Drive und das kam bei euch sehr gut an. Und ich bin sehr gespannt, wie es hier losgeht. Vielleicht eine kleine Info dazu, wir werden die Protagonistin Sarah sein. Wir bekommen von unserem Onkel eine Villa geschenkt. Sehr geil, wir können wieder in einem Anwesen rumlaufen. Und da ist natürlich nicht alles koscher, ne? Und mit dem Onkel wahrscheinlich auch nicht. Aber was soll's, wir legen einfach los. Viel Spaß bei Obscuritas. Liebe Sarah, du kannst dich sicher nicht mehr an mich erinnern. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, hast du gerade deinen zweiten Geburtstag gefeiert. Kurz danach kam es zu einem großen Streit in der Familie, nachdem dein Vater und ich nie wieder ein Wort miteinander gesprochen haben. Als ich vor einigen Monaten schwer krank wurde und kurz darauf erfahren habe, dass dein Vater verstorben ist, wurde mir erst bewusst, dass ich meine Fehler von damals nie wieder in Ordnung bringen kann. Wenn du diesen Brief bekommst, bedeutet dies, dass ich den Kampf gegen den Krebs verloren habe und auch dich nie wieder sehen werde. Ich kann nicht rückgängig machen, dass ich mein ganzes Leben nie für dich da gewesen bin. Aber ich möchte es ein Stück weit wieder gut machen, indem ich dich zur alleinigen Erbin meines gesamten Besitzes ernannt habe. Dazu gehört auch mein altes Landhaus. Den Schlüssel zum Anwesen habe ich diesem Schreiben beigelegt. Den Schlüssel zum Hauseingang findest du auf dem Grundstück, gut versteckt in einer alten Vase. Ich hoffe, dass ich dir damit ein wenig zeigen kann, dass ich trotz allem, was passiert ist, immer an die Familie gedacht habe. Ich wünsche dir ein schönes, langes Leben und dass du dich an dem alten Anwesen erfreust, was mir zu Lebzeiten auch sehr viel Freude bereitet hat. Dein Onkel Arthur. Willkommen im Spiel Obscuritas. In diesem Spiel bist du ganz auf dich alleine gestellt. Im eingestellten Schwierigkeitsgrad bekommst du Hilfestellung, wenn du gar nicht weiterkommst. Benutze die Tasten WASD, um dich zu bewegen und die Maus, um dich umzusehen. Mit der Umschalttaste kannst du sprinten. Ja, fort. Und damit auch ein herzliches Willkommen von mir, ne? Willkommen bei Obscuritas. Erinnert mich jetzt direkt schon an Pineview Drive hier irgendwie. Warte mal, laufe ich jetzt richtig rum? Da habe ich mich einfach nur gedreht. Da hinten ist irgendwas. Ich glaube, da sind wir ausgestiegen. Wir müssen hier, hier lang. Also ich gehe jetzt hier lang. Wir haben unseren Schlüssel. Ne, siehste, ich bin falsch gelaufen, ich kam nicht weiter. So, wir haben unseren Schlüssel, den sehen wir auch da oben. Damit kommen wir halt auf das Grundstück wohl. In das Haus kommen wir nicht. Dazu müssen wir eine Vase finden.
und uns den Schlüssel da rausmopsen. Ne? Dann machen wir das, oder? Oh, ich bin schon ganz kribbelig. Guckt euch das an da hinten. Da haben wir. Sehr schick. Genau mein Ding. Ich spiele immer am liebsten immer in alten Häusern und sowas, so eine Gruselspiele. Da kommt bei mir die Stimmung erstmal so richtig hoch. Drücke E oder linke Maustaste, um Gegenstände aufzunehmen und zu benutzen. Natürlich. MP, my friend. Oh, die Reise kann beginnen. Meine Fresse. Unser Onkel war... lieber Onkel Arthur, vielen Dank. Du scheinst ein sehr gut betuchter Mann gewesen zu sein. Und vielen Dank, dass du uns hier alles vermacht hast. Jetzt sage ich noch vielen lieben Dank. Du bist lieb, nett. Aber dass das ja hier ein Horror-Game ist, dass uns hier richtig die Falten aus dem Sack bügeln soll. Denke ich mal, dass du am blöden Spaß warst. Das kann nicht so geil war. Habt das gehört? Das hört sich verdammt nach Vogelscheuche an. Okay, schon wieder. Ah. Aber solange es hell ist, habe ich keine Angst. Der Tisch kommt mir so groß vor hier. Bin ich sehr klein? Bin ich ein Lilliputaner? Bin ich ein Zwerg? So, jetzt muss ich ja hier irgendwie was... Irgendwas mit einer Vase, ne? Hintereingang, Vase. Wieder die geilen Statuen hier. Jawohl. Das heißt, wir müssen mal alle Vasen hier abklappern und ich höre schon wieder diese Vogelscheuche hier. Die aus Pinefield Drive. Ständig. Ah ja. Abfahrt, Alter. So, Hintereingang war das, oder? Zum Hintereingang. Solange es hell ist, geht's. Aber das Geräusch ist trotzdem viel assi. Damit hat der Pinefield Drive richtig hart bei mir gepunktet mit der Atmosphäre. Das war echt toll. Und auch dieses Game soll wieder lernen aus unserem Spielverhalten, wovor wir Angst haben und so. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wirklich. Na? Ein sehr schöner Brunnen. So, dann machen wir mal auf hier, wa? Der Spielstand wurde gespeichert. Jawohl. Und willkommen im Anwesen. Es geht los. Es gibt ja auch knackige Rätsel wohl, die wir hier lösen müssen im Game. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen das mal unten lang, oder? Komisch, dass hier aufgestellt. Wer stellt denn so seine Kerzen in den Raum? Wir müssen auch ein bisschen umgucken hier, Leute. Wir müssen es genießen. Kann ich Lichter machen? Dieser Löwenkopf kommt mir bekannt vor. Ist doch ein Löwenkopf, oder? Was steht drauf? Fraternitas? Fraternitas? Ich keine Ahnung, ob ich es richtig erkannt habe. Aber ich glaube, den habe ich schon mal gesehen im Pinefield Drive. Pinefield Drive ist schon ein paar Tage her. Ich kann nicht versprechen, ob ich alles wieder erkenne direkt. Aber ich bin gespannt, ob ich ein Bild wieder sehe. Ey! Ich mach's mal wieder bei Licht an. Ah, wieder Kerzen. Ob ich wieder Kerzen anmachen muss. So eine Büste ist, glaube ich, auch aus Pinefield Drive. Das sieht cool aus, ne? Hier, guck das mal an. Voll cool. Hallo. So, jetzt laufen wir hier einfach mal rum. Da liegt ein Brief, den lese ich noch nicht, den lese ich gleich erst. Die Tür ist verschlossen. Verschlossen, finde den passenden Schlüssel. Naja, das kennen wir ja schon. Ist aber kein Problem. Und wir sehen uns selber. Guck mal.
Guck mal, Server, die sind ganz modisch schick hier. Guck mal, mit coolen Cowboy-Stiefeln. Ja, was ist das? Es gibt sicher viele Dinge, die ich auf meinen vielen Reisen gelernt habe. Eines davon war die Tatsache, dass es immer noch viele Dinge gibt, die die Wissenschaft bis heute nicht erklären kann. Es gibt sogar Dinge, die sich nur im Licht einer Flamme zu erkennen geben. Aha. Ein kleiner Hinweis für eine Rätsel. Aber jetzt brauchen wir den Schlüssel hier. Wir laufen jetzt erstmal hier ein bisschen rum. Wir müssen erstmal ein bisschen gucken. Die Tür ist verschlossen, was ist dahinter? Ist das nur Reflexionen? Aber dahinter ist irgendwie bunt. Guck mal. Das könnte die Scheibe sein. Das könnte die Scheibe sein, Leute. Wir müssen das nicht vorher schon zurück machen. Ja, das ist Joe Steiner Gedöns. Du brauchst zunächst eine Taschenlampe. Ja, das ist vollkommen korrekt. Ich komme schon seit Tagen nicht mit meiner Arbeit weiter. Vielleicht würde mir ein Perspektivwechsel mal wieder helfen. Perspektivwechsel, okay. Vielleicht ist es auch wieder ein Hinweis. Ich meinte dieses Bild. Das kenne ich noch aus Pinefield Drive. Das ist die Gruseloma. Ne, Ümchen? Was sind das schon für komische Geräusche hier? Das hört sich an wie ein Baum, der sich bewegt. Und nu? Ich habe nichts gesehen. Was ist passiert da? Ich habe nichts gesehen. Wahrscheinlich habe ich komisch geguckt. Deswegen auch hier, Streichhölzer. Mit den Streichhölzern kannst du Kerzen anzünden. Jawohl. Ach, guck mal. Das kann ich immer wieder. Was ist denn das hier? Die gehen ja gar nicht alle. It's for free. Batterien? Ja, ich brauche erstmal eine Taschenlampe hier. Sonst läuft ja nichts, Leute. Aber sehr schön. Auch mal da hinten die Landschaft. Gucken wir mal gerne auch alles drumherum an. Ich bin immer so einer, der mal alles angucken muss. So, kommen wir da lang? Da oder da lang? Warte, wir gehen mal da lang. Ja, geil! Weltklasse! Und das kenne ich auch. Aus Joe Steiner. Ist cool, wenn man so die Spiele gespielt hat, dass man das so erkennt hier. Da sind wir die Löwenköpfe in klein. Hallo! So, wen erinnert das hier denn bitte an Doctor Who? Die weinenden Engel. Halt, ich mach's mal über Lichtern. Oh, guck mal, ich werf sogar einen Schatten. Ist hier irgendwas? Nee. Okay. So, es ist noch hell. Ich habe noch nichts ausgelöst, was ich hätte vielleicht auslösen sollen. Oh. Ich hab's gesehen, da bin ich ein bisschen erschrocken. Okay, Tür ist verschlossen. Also ich renne jetzt hier erstmal. Ich muss nebenher auch ein bisschen auf die Zeit achten, dadurch, dass das hier noch vor Release ist. Wurde es auch ein bisschen reglementiert, dass ich nicht zu viel hier zocke. Also ich kann so viel zocken, wie ich will, aber ich darf halt nicht so viel veröffentlichen. Okay, ich habe noch keine Taschenlampe. Ist ja richtig geil. Aber ich kann schon. Hat die nicht gesehen? So, wir haben aber Streichhölzer am Start. Lag die vielleicht draußen? Ich komme nicht mal raus. Okay. Ich bin gefangen. Oh nein! So. Ein Hinweis war ja: im Kerzenlicht scheint alles anders zu sein. Die Kerzen sind ja sehr komisch aufgestellt. Schammern? Ja. Oh, schön. Ist noch mehr Kerzen? Jo, nu? Warte mal.
habe hier Licht angemacht. Also ich gehe jetzt einfach von den Kerzen hier aus, weil die so... Was ist los, Alter? Oh! Ah, guck mal, guck mal. 148, das muss ich mal aufschreiben. Und das ist wahrscheinlich auch der Hinweis mit diesem Perspektivwechsel, aber... Ist ja schön und gut, dass ich jetzt hier einen Code habe. Ich habe mir den kurz aufgeschrieben, aber bringt mich nun auch nicht weiter, weil... Ist verschlossen. Ich habe noch keine... A, keine Taschenlampe. B, kein Schlüssel. Und C, wofür brauche ich einen Code? Aber hier ist auch noch so ein Ding. Ja, warte, warte mal. Und nochmal Licht ausmachen. Machen wir mal die Kerzen erstmal an. Das ist eine Lampe, glaube ich. Ja. Wollte ich eine Lampe anzünden? Ich bin ja geil. Okay, bringt nichts. Hier ist noch eine Lampe. Ah, hier, guck mal. Das sieht so aus, ob man... Ob das wichtig ist. Ist verschlossen für den passenden Schlüssel. Ja, ihr seid ja geil. So, füllen wir uns erstmal wieder auf hier. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, dass ich hier unendlich viele Streichhölzer habe. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kriege auch Hinweise, wenn ich wieder nicht klarkomme in meiner Welt. So. Dann machen wir noch kurz hier. Wie gesagt, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Wow! Er ist weg. Sag ich doch, die weinen Engel. Du bleibst aber hier, Alter. Oh. Das ist der Schlüssel. Ah, jetzt geht's. I have the key. So, wir haben den ersten Schlüssel. Wir haben Streichhölzer en masse. Wir haben schon Parallelen zu den anderen Games von ihm gefunden. Von... VES Games. Zu Joe's Diner und Pinefield Drive. Und ich finde die Stimmung sehr geil. Bis jetzt. Also macht schon sehr guten Eindruck. Gefällt mir sehr gut. Auch hier alles das Design. Ich bin gespannt. Ich werde das natürlich weiterzocken. Aber für uns hier im LP, die erste Folge, ist die Reise leider zu Ende. Ich darf am Start des LPs 2 Folgen veröffentlichen. Aber mit ein paar Stunden dazwischen. Das heißt, wenn das rauskommt, in der Nacht wird noch Folge 2 rauskommen. Damit ihr was zu gucken habt. Und deswegen, und von daher, vielen Dank fürs Einschalten. Eure Zockermale. Ich hoffe, ich habe nicht überschritten.